Im Rahmen des Champions-League-Spiels beim FC Sevilla stellte Bayern-Coach Jupp Heynckes gegenüber Man-Vertretern noch einmal klar, dass für ihn in München am Ende der Saison definitiv Schluss ist. Punkt. 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 Für mich gab es nie einen anderen Gedanken, gab Heynckes in den Gesprächen zu verstehen. Alle Experten etwas anderes gesagt haben, kennen mich nicht. Für den Triple-Trainer von 2013 war immer klar, dass unsere Vereinbarung bis zum 30. Juni 2018 gilt. Auch sogenannte Schamoffensive von Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, Präsident Uli Hoeneß haben Heynckes nicht umstimmen können. Bereits im November und Dezember habe er Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic klar gesagt, dass ich nicht weitermachen werde. Sein Vorhaben bestärkte der 72-Jährige bei einem Treffen am 19. Januar 2018 mit Rummenigge, Salihamidzic und Hoeneß. Dort habe er den Verantwortlichen erneut klipp und klar mitgeteilt, dass am Saisonende Schluss ist, so Heynckes. Auch ein weiterer Annäherungsversuch im März konnte ihn nicht davon überzeugen, weiterzumachen. Für mich war immer klar, dass ich nicht über den 30,06 hinaus Trainer des FC Bayern München sein werde, sagt der Coach beim TV-Sender Sky. FC Bayern ist für mich ein Lebensgefühl, gegenüber dem Kicker erklärt Heynckes, dass er den Bayern in der aktuellen Saison gerne hilft und seine Tätigkeit als Aushilfscoach nicht nur ein Freundschafts sei, sondern er sich vielmehr den Bayern zu Dank verpflichtet fühlte, da ihm der Club Chance zu einer internationalen Karriere gegeben hat. Für Heynckes ist der FC Bayern eine zweite Heimat, bei der er große Erfolge gefeiert habe. Beim Rekordmeister zu arbeiten, ist für mich ein Lebensgefühl, betont der Trainer. Wer beerbt Jupp? Die Traineroptionen des FC Bayern am Dienstag 20.45 Uhr treffen Bayern im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League auf den FC Sevilla und gehen nach dem 6:0 Kantersieg gegen Borussia Dortmund als Favorit in das Duell mit dem Tabellensechsten der Primera Division.